Presented by www.gamingxp.com. Die Fußballsimulationen von Electronic Arts sind vermutlich jedem Videospieler ein Begriff, mit Eigenschaften wie bestechender Grafik, hervorragender Atmosphäre und guten Gegnern gibt Electronic Arts jährlich den Ton in diesem Genre an. Dieses Jahr steht sportlich gesehen ganz im Zeichen der Fußball-WM in Südafrika. Deshalb gibt es nun das offizielle Videospiel mit Lizenzen von 199 Mannschaften und 10 Stadien aus dem Gastgeberland. Ist der Umfang dieses Spiels beeindruckend. Der Spieleinstieg bei FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010 gestaltet sich relativ einfach. Mit ein paar Einstellungen ist man mitten im Geschehen. Anfänger sollten erst den Trainingsplatz aufsuchen. Ist das erlernte Können respektabel, geht's ab in die Meisterschaft. Hier bestreitet man alle Qualifikations-, Test- und Endrundenspiele der WM. Eine Art Webseite als Hauptmenü bietet einen Überblick über News, Tabellen, Statistiken und vieles mehr. Ganz neu wurde das Elfmeterschießen überarbeitet. So ist jetzt auch die virtuelle Aufregung des Spielers mitbedacht. Torhüter besitzen jetzt auch die Fähigkeit, durch Hechten und Einsatz jedes Körperteils Schüsse abzuwehren. In grafischer Hinsicht tritt FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010 sicherlich in kein Fettnäpfchen. Die Top-Spieler sind realistisch wie noch nie dargestellt, allerdings mit Ausnahme mancher österreichischer Spieler. Die Stadien mit den Fans schaffen eine beeindruckende Atmosphäre und auch die musikalische Umrahmung kann sich hören lassen. Die Steuerung der Spieler ist sehr feinfühlig und exakt und wie immer ist auch der Multiplayer-Modus ein Spaßgarant. Immerhin ist Fußball ja ein Teamsport. Generell haben sich die EA-Entwickler auch bei dieser FIFA-Ausgabe einiges gedacht und ein ohnehin perfektes Game somit auch für die heurige Fußball-WM erstklassig adaptiert. Mehr gibt es wie immer auf soundportal.at und gamingxp.com nachzulesen.